Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und in diesem Video habe ich euch wieder ein Interview mitgebracht und zwar mit Sophia, die Freiwilligenarbeit in Mexiko gemacht hat. Viel Spaß! Ja, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Sophia, ich bin 18 Jahre alt und habe letztes Jahr Abitur gemacht. Und du hast ein Auslandsjahr gemacht. Was genau hast du denn eigentlich gemacht? Also ich war 2 Monate in Mexiko und habe Freiwilligenarbeit gemacht und 3 Monate in Australien und bin da rumgefahren mit einem Auto und wir haben probiert zu arbeiten, was nicht ganz geklappt hat. Dann fangen wir jetzt erstmal mit Mexiko an. Was hast du denn da genau gemacht für Freiwilligenarbeit? Also ich war mit einer Freundin da und wir haben Kinder unterrichtet in einer Schule und haben denen Englisch beigebracht und die konnten halt kein Wort Englisch, als wir angefangen haben, was ein bisschen schwierig war, weil meine Spanischkenntnisse jetzt auch nicht so gut waren. Ja, aber das haben wir eigentlich so gemacht. Wir hatten 3 Klassen und das war die 6. Klasse, die waren so 11 Jahre alt alle. Und das hat gut funktioniert? Also haben die das alle gelernt oder gab es da auch Komplikationen oder was sind deine Resümee davon? Also ich glaube eigentlich, es hat echt gut funktioniert, weil wir haben jetzt auch von welchen, die es dann übernommen haben, so gehört, dass die es jetzt können, so. Was natürlich gut ist. Aber am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil die Lehrerin halt auch kein Wort Englisch konnten. Und dann auch meistens ihren Unterricht weitergemacht haben, während wir unseren Unterricht gemacht haben. Und da waren halt ein bisschen einfach Kommunikationsschwierigkeiten, was wir dann aber auch geklärt haben. Wir haben halt unsere Organisation am Bescheid gesagt und die haben dann mit denen geredet. Ja, und dann ging das eigentlich. Und es war aber echt krass, so wie man die Unterschiede gemerkt hat zwischen den Klassen, weil eine Klasse war richtig bemüht, die konnte auch nach 3 Wochen richtig viel. Und eine Klasse war halt nicht so bemüht und die konnten echt erst spät was. Aber ja. Okay, und wie hast du das Ganze so geplant? Also, wie bist du auf die Organisation gestoßen? Und eigentlich durch noch eine andere Freundin, Lisa, weil die meinte schon vorher, dass sie eben nach Mexiko möchte und da aber in den Kindergarten möchte. Und dann die Freundin, mit der ich gefahren bin, Anita. Wir haben dann so gedacht, eigentlich wollen wir auch keine Freiwilligenarbeit machen. Und dann haben wir geguckt, Praktika welt nicht die Organisation. Verlinken wir euch in der Beschreibung. Genau, da haben wir geguckt, was es so für Projekte gibt und was es für Länder gibt. Da gibt es echt viele. Aber wir fanden Mexiko eigentlich so am coolsten, weil wir haben auch direkt am Strand gelebt und mit Surfen und alles. Und das war auch Preis-Leistungs-Verhältnis, war auch am besten da. Okay, und wie war das denn so quasi vor Ort? Also war das quasi Praktika Welten, die direkt vor Ort saßen? Oder war es eine Partnerorganisation von Praktika Welten? Oder wie hat das funktioniert? Ja, es war eine Partnerorganisation, Experiencia hieß das dann vor Ort. Und die hatten dann halt 2 verschiedene Unterkünfte. In der einen haben wir gewohnt, in der anderen halt dann ganz viele andere. Und es gab auch noch eine Sprachschule von Experiencia, wo jeder, der eben sowas gemacht hat, also Freiwilligenarbeit, mindestens 1 Woche Sprachkurs machen musste. Haben wir da auch gemacht. Und dann Spanisch oder Englisch? Spanisch. Okay. Ja. Genau, damit man sich wenigstens ein bisschen verständigen kann. Ja, und genau, das war Experiencia. Und du hast jetzt eben schon erwähnt, also man konnte auch so Seitenaktivitäten wie Surfen machen. Willst du da vielleicht nochmal mehr zu sagen? Ja, also man konnte eben jeden Nachmittag surfen. Da ist dann immer ein Surfbus von unserer Schule, weil wir haben in der Sprachschule gewohnt. Ist dann immer zur Surfschule gefahren und dann hat man da noch gewartet und dann sind alle zum Strand. Ich bin jetzt nicht gesurft, weil es war ein bisschen, ich habe Angst so vor Wasser und sowas. Deshalb war es nicht für mich, aber Anita zum Beispiel und Lisa auch. Genau, und es gab auch vormittags immer, wir hatten immer so 2 Stunden Mittagspause. Und da gab es dann auch immer so Aktivitäten wie, waren das Traumfänger basteln, so Hüte, die man in Mexiko immer trägt, basteln. Salsa tanzen natürlich auch. Boah, ja, es gab auch immer abends, jeden Dienstagabend gab es auch immer in so einem Restaurant, das hieß Café International. Da haben sich dann immer alle getroffen, so von Praktikerwelten, damit man sich auch untereinander ein bisschen kennenlernt, weil das macht man halt nicht mit allen was ungefähr. Unbedingt. Und dann hat man da auch immer Bierpong gespielt und ist danach mit feiern gegangen. Das war echt ganz cool. Ja, und so die anderen Leute, hast du da noch Kontakt zu denen oder hast du da auch andere Leute kennengelernt, mit denen du eventuell nochmal Kontakt haben würdest, was auch immer? Ja, also wir haben ganz viel mit, also wir waren so eine Fünferklicke, die beiden Freundinnen, die ich eben schon von zu Hause kannte und 2 haben wir da kennengelernt. Die eine kommt aus Süddeutschland, ganz weit weg sogar. Und die andere aus Oldenburg und die wollen zur Kieler Woche herkommen. Und wir schreiben auch ganz viel und also das ist echt cool. Mexiko ist ja eins der Länder, was für uns Europäer eher als ja, gefährlich in Anführungsstrichen gilt. Was sind deine Erfahrungen so dazu? Also
So mit Drogen oder sowas hatten wir gar nichts, also haben gar nichts gemerkt. Das war echt bei uns im Ort überhaupt nicht, weil wir waren auch eher in so einem Surferort. Und da waren alle nett und alle glücklich. Das war echt cool. Das Einzige, was war, waren die Erdbeben. Das war, als wir da waren, waren 3 Erdbeben. Und auch eins, das war das stärkste seit 100 Jahren. Hatte, glaube ich, eine Stärke von 8,4. Ja, das war natürlich nicht so cool. Das war, als wir geschlafen haben. Und wir haben es noch so gemerkt, aber es war in unserer ersten Woche, wo wir echt müde waren wegen Jetlag. Deshalb sind wir aufgewacht und meinten so, hä, was war das? Und haben einfach weiter geschlafen. Aber dann kamen eben die anderen alle und haben an unsere Tür geklopft und meinten, packt alles zusammen, wir müssen hier weg, weil halt Tsunami-Gefahr war und wir direkt am Strand gewohnt haben, gefühlt. Und dann mussten wir halt alles packen schnell, also Ausweis, Reisepass, Geld und sind dann los und sind dann zu der Organisatorin gefahren von Praktikawelten, weil die ist auch deutsch, lustigerweise. Mhm. Und die wohnte halt weiter in den Bergen. Und dann haben wir da alle auf dem Boden geschlafen. Also mehr oder weniger geschlafen. Ja, das war schon krass. Ordentliches Abenteuer. Ja. Und wie ist das so Richtung, also ist es quasi sicher auf den Straßen? Also oder seid ihr speziell in irgendwelchen Bereichen nur rumgelaufen und eigentlich eher selten alleine irgendwo gewesen? Oder? Ja, es wurde uns natürlich so gesagt, dass wir manche Orte so nicht besuchen sollen, weil das gefährlich sei. Aber wir haben nie irgendwas mitbekommen. Also wir sind auch nachts, also nie alleine, aber immer so zu zweit oder zu dritt so rumgelaufen und das war echt nie gefährlich. Man sollte, wenn man Taxi gefahren ist nachts, nicht vorne einsteigen, weil das wohl irgendwie zeigt, dass man keine Ahnung was möchte. Deshalb immer hinten einsteigen. Und man ist generell sehr viel Taxi gefahren, was glaube ich ganz gut war. Weil das hat da gar nichts gekostet und man ist halt schnell und sicher von einem Ort zum anderen gekommen. Und man durfte nachts nicht mehr an den Strand, weil das war zu gefährlich und da hätte man auch was an die Polizei bezahlen müssen. Das ist ganz komisch gewesen. Aber sonst war es eigentlich sicher. Also einmal bin ich alleine tagsüber lang gelaufen und da hatte dann so ein Typ so ein Messer. Da dachte ich mir so ein bisschen so, okay. Also er hat es halt so in seiner Hose da so rechts stecken. Da bin ich dann lieber ein bisschen schneller gegangen. Aber ist nichts passiert und ja, sonst war immer alles sicher. Hast du das Gefühl, dass du deine Sprachkenntnisse verbessert hast durch dieses Programm? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe es mir vorher selbst beigebracht. Also Spanisch, weil ich hatte es nicht in der Schule. Und habe dann so Bubble und habe mir halt so die Grundkenntnisse beigebracht. Und dann vor Ort bin ich dann erstmal in denselben Sprachkurs gekommen wie Anita. Da war ich erstmal total überfordert, weil sie hatte 3 Jahre Spanisch in der Schule. Und ich habe sogar alles verstanden, weil Verstehen geht eigentlich ganz gut, aber ich konnte halt nichts sagen. Und dann bin ich aber einen Sprachkurs runter und das ging echt gut. Und dadurch, dass man halt die ganze Zeit, also die Lehrer haben auch die ganze Zeit Spanisch geredet, gar kein Wort Englisch. Man musste es halt einfach verstehen. Oder die anderen fragen, wenn sie schlauer waren. Und also ich kann jetzt echt eigentlich gut Spanisch und verstehe halt alles. Und so sprechen konnte ich auch mal mit allen, auch mit den Jugendlichen oder so. Also, ja. Also du hattest aber auch schon gewisse Grundkenntnisse sozusagen. Ja, genau. Also so die Zeiten und sowas, alles und die Verben, alles konnte ich. Aber halt so sprechen war halt für mich am Anfang richtig schwer. Ja. Aber das ging dann echt gut. Und wie genau hast du dich bei diesem Programm angemeldet? Also wie lief das ab? Musstet ihr euch bewerben mit Lebenslauf etc. oder konntet ihr euch einfach registrieren? Nee, man konnte sich einfach anmelden. Das war eben auf der Internetseite, konnte man einfach auswählen, welches Projekt man möchte, welches Land man möchte. Dann eben so normale Daten eben überein, wer man ist und so. Da hat man einen Sprachtest bekommen halt für Spanisch, damit die unsere Sprachkenntnisse dann schon wissen und uns ein bisschen einstufen können. Und dann haben wir alles zugeschickt bekommen, so Rechnungen und sowas. Und dann beweisen. Also es ging echt ganz gut. Und die haben dann auch quasi alles übernommen von Flugbuchung und Visum etc.? Flugbuchung nicht. Das hätte man mit dem buchen können. Also die haben uns ein Angebot geschickt, aber wir haben ein besseres gefunden, was halt günstiger war. Ja. Dann konnte man halt das selber organisieren. Und Visum brauchte man jetzt in Mexiko nicht, weil wir waren, also unter 180 Tage braucht man es nicht. Okay. Und wir waren ja nicht 180 Tage da. Genau, die hat man aber halt Unterkunft gestellt und so vor Ort die ganzen Sachen, Transporte, alles. Okay. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Wenn ihr auch quasi noch den zweiten Teil dieses Interviews sehen möchtet, wie Sophia und ihre Freundin in Australien waren, dann guckt nächste Woche nochmal auf diesem Kanal vorbei. Abonniert den, dann verpasst ihr auch mit Sicherheit nichts mehr. Und gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Das unterstützt dieses Video und das Format. Und teilt es auch gerne unter euren Freunden. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.